Hast du irgendwelche Tipps, um sich beim Üben mit Wasserfarben zu verbessern? Ich denke, da kommt das viel drauf an, was man halt erlernen möchte. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen. Es gibt Leute, die malen sehr intuitiv. Die benutzen auch relativ wenig Farbe und das reicht auch schon. Deshalb gilt Aquarell auch, meine ich, eher immer als Einsteigermedium, weil damit mit sehr wenig Mitteln gute Ergebnisse erzielt werden können. Man kann aber auch natürlich schauen, dass man ein bisschen mehr so Facetten davon ausnutzt. Und da muss man natürlich gucken, woran man da gerade üben möchte. Also man kann es dabei belassen und einfach sagen, okay, ich benutze die Aquarellfarben sehr dünn. Oder man kann sie auch etwas dicker verwenden und das erfordert dann natürlich auch ein bisschen Erfahrung und das erreicht man durch häufiges Wiederholen. Kommt es schon mal vor, dass du in einem Kreativ landest? Zum Glück seit ein paar Jahren nicht mehr. Also ich habe das früher relativ häufig gehabt. Aber weil es mittlerweile so viele Serien gibt, oder es gibt halt eigentlich immer was zu tun. Ich habe vorwiegend eher zu viele Ideen und zu wenig Zeit, um das alles umzusetzen, weil durch die Videos, durch das Cosplay und durch Fanarts und durch all diese ganzen unterschiedlichen Sachen halt im digitalen, traditionellen Bereich, gibt es einfach auch viel, was ich lernen möchte. Und deshalb kommt es doch sehr selten vor, dass mir nichts einfällt. Wenn ich da auch einsteigen darf, also ich sehe es auch so, von wegen, wenn man vielseitig in verschiedenen Bereichen arbeitet, jetzt nicht nur innerhalb vom Zeichnen, sondern halt auch, Cosplay hast du ja auch genannt, dann hat man eigentlich immer irgendwas zu tun. Also ich komme auch manchmal bei Musik nicht weiter, dann mache ich was anderes, dann habe ich meine Zeit lang keinen Bock auf Cosplay oder weiß nicht, was ich da machen soll, dann mache ich wieder Musik und so. Also immer dieses Hin- und Herwechseln macht es einem da eigentlich einfacher, dass selbst wenn man mal keine Ideen hat, man zumindest irgendwas zu tun hat und irgendwie produktiv ist. Ja, und es ist halt auch so, dass wenn man halt zum Beispiel, sich auf DeviantArt oder sowas umguckt und andere Künstler sieht oder Bilder halt, die man auch gerne so hätte, oder das Talent oder das, Talent ist immer doof, aber das Können halt. Einfach dieses Ding von, dass ich sehe was und denke mir, das will ich auch. Genau, dass ich das auch können möchte, das passiert mir einfach zu oft. Hier hat jemand die Frage, ob es okay ist, zwischendurch mal mit dem Zeichnen aufzuhören, teilweise einen Monat oder ein ganzes Jahr, oder ob man wirklich versuchen sollte, konstant immer, durchzuzeichnen. Ich denke, das hängt da viel von der eigenen Person ab. Also ich hatte zum Beispiel, 2006 oder 2007, also da, wo ich auch früh angefangen habe, längere Pausen dazwischen, einfach weil die Schule dazwischen kam und ich nicht Lust hatte zu zeichnen. Und auch in dieser Zeit merkt man das manchmal nicht, aber da entwickelt sich trotz alledem sehr viel. Also oft geht man aus einer Pause ein bisschen besser raus, als wie man da reingekommen ist. Und dementsprechend denke ich, ist es in Ordnung. Allerdings spreche ich da nur für mich. Also ich weiß nicht, wie das vielleicht bei anderen aussieht, die dann vielleicht ganz aufhören oder so. Also im Bereich Musik kann ich da eigentlich zustimmen. Also ich habe auch Phasen gehabt, wo ich teilweise anderthalb Jahre kein Lied gemacht habe und dann kam plötzlich wieder was ganz Gutes raus. Also wirklich verlernt tut man da, glaube ich, nichts, aber ist natürlich besser, wenn man mal durch Zeit hat. Aber ist nicht schlimm, wenn man mal eine Pause macht.